Das Einlesen und Verwenden von Fremdetiketten, sogenannten Wagencodes, ist für Wabi Profi 3 kein Problem. Ich begrüße Sie recht herzlich hier zu diesem Video. Wir werden uns in diesem Video mit dem Einlesen von Wagencodes beschäftigen und am Ende dieses Videos werden Sie sehen, wie einfach das Ganze ist. Wir beginnen natürlich gleich wieder mit einer praktischen Situation. Ich war gestern Abend einkaufen und ich war bei einem Discounter und habe Fleisch und Wurst gekauft. Diese von mir bestellten Waren wurden dann in ein Tütchen gegeben, so eine durchsichtige Plastiktüte, und wurden dann mit einem Etikett aus einer Waage, die an der Theke hinten stand, verschlossen. Das kennen Sie alle, die Situation. Dann gehe ich mit dieser Verpackung an die Kasse und zahle das. So, die scannen einfach drüber und was passiert? Die bekommen dann genau das angezeigt, was hier in Wabi Profi 3 auch steht. Er sagt hier, das sind Fleisch- und Wurstwaren gewesen mit 9,47 Euro mit einem Mehrwertsteuersatz. Zack, passt. Jetzt können Sie sagen, ja, woher weiß denn das Wabi Profi 3? Vor allem, wenn ich bei einem Discounter war, den Wabi Profi 3 ja gar nicht kennt. Ganz einfach. Es gibt für das Einlesen von Wagencodes ein Reglement, das heißt eine Richtlinie. Und diese Richtlinie ist in Wabi Profi 3 implementiert, die Sie aber wiederum auch noch auf Ihr Land anpassen könnten, wenn Ihr Land ein unterschiedliches Reglement zum Einlesen von Wagencodes hat. Und das werden wir uns jetzt ansehen und Sie werden feststellen, wie einfach das Ganze ist. Es gibt hierzu ein paar Dinge, die Sie beachten müssen oder beziehungsweise aktivieren müssen. Und das machen wir jetzt miteinander, somit haben Sie eine hundertprozentige Anleitung, damit das Einlesen von Wagencodes spätestens nach 3-4 Minuten funktioniert. Okay, in den Systemeinstellungen, Sie ahnen es, müssen wir natürlich erstmal sagen, im Artikelstamm, dass diese Funktion auch verwendet werden soll. Ich mache jetzt mal das hier ein bisschen größer. Okay. Wo haben wir es denn hier? Lesen von Wagencodes aktivieren. Das heißt, Sie brauchen hier nur das Häkchen setzen. Punkt 1. In der Karteikarte Hardware, Waage und Wagencodes müssen Sie sogenannte Präfixzuordnungen machen. Es gilt nämlich Folgendes. Wenn der ERN-Code mit der Nummer 25 oder 26 beginnt, bedeutet es, er soll die Stückzahl einlesen. Ist es 28,29, soll er das Gewicht einlesen. Und ist es 22 oder 23, soll er den Preis einlesen. Und wenn wir jetzt nochmal unser Beispiel von gerade eben hernehmen, und ich habe jetzt mal sowas ähnliches wie WordPad hier aufgemacht. So, ich nehme das jetzt nochmal raus und scanne das nochmal ein. Dann sehen Sie, dass es hier mit 23 beginnt. Das heißt, Wabi Profi 3 sagt, aha, die 23 ist also, was? Hier, der Preis. Also liest er den Preis aus. Wie ist das Ganze dann aufgebaut? In Deutschland ist es so, dass die erste Präfix kommt hier und dann kommt der Platzhalter, das heißt für die Artikelnummer. Das ist in unserem Beispiel hier 4. Also diese 4 Stellen, diese 099. Also 0099. In Österreich sind es 5 Stellen. Dann weiß er, okay, das handelt sich um die Artikelnummer 99. Was passiert dann? Dann kommt der Preis. Das heißt, es kommt eine Prüfziffer gegebenenfalls, also die wird in Deutschland ignoriert und nun kommt der Preis hier. Das sind die nächsten 5 Stellen. Die 13. Stelle ist natürlich die Prüfziffer für den gesamten ERN-Code, die keine Relevanz hat. Somit wissen wir, dass 00947 bei Angabe eines Preises auf den deutschen Währungseinheit mit 2 Dezimalzeichen, also hier um 9,47 handelt. Das ist total easy. Wenn wir dagegen sagen, machen wir das nächste Beispiel. Hier, wir nehmen als Präfix die 25. So, die 25. Jetzt kopiere ich mir den und gehe jetzt in die Kasse zurück. Dann sollte jetzt Folgendes passieren. Dann sollten hier 947 Stück eingelesen werden, weil wir sagen hier Stück. Na, 25 ist das Präfix für Stück. Beim Gewicht wird es wieder sehr interessant, wenn Sie sagen, okay, es handelt sich um Gewicht. Sehen wir uns einfach mal an. Wir wissen, dass das Präfix 28 oder 29 für die Gewichtsangabe maßgebend ist. Nur als kleine Info, hier hinten haben wir für Österreich, weil Österreich hat hier sein eigenes Süppchen, die Präfixe für Österreich hinterlegt. Sollte sich hier irgendwann mal was ändern, können Sie jederzeit, also wenn das Einlesen des Preises nicht mehr die 22 ist und die 23 ist, sondern plötzlich die 24 ist, dann machen Sie einfach die 24 draus und Wabi Profi 3 kann jetzt sofort mit dieser Änderung umgehen. Also ist total easy. Okay, Gewicht ist sehr, sehr interessant. Wir machen jetzt mal so, wir sagen, das ist jetzt mal das Präfix 28, wir wollen das Gewicht einlesen.
kopieren wir das und fügen das einfach mal hier ein. Jetzt sagt er wieder, es sind 947 Stück. Ja, warum sind es 947 Stück? Sehen wir uns jetzt an. Jetzt müssen wir in den Artikelstamm rein. Was wir wissen, dass die Stellen 3, 4, 5 und 6 in Deutschland und in Österreich die 7 noch dazu für die Artikelnummer stehen. Das heißt, dieser Artikel 99 muss tatsächlich im Artikelstamm vorhanden sein. Okay, das schauen wir uns an. Wir gehen in den Artikelstamm rein und wir haben hier einen Artikel 99. Wunderbar. Den haben wir natürlich angelegt. Wenn Sie, ich ändere den jetzt einfach mal auf 98 und zeige Ihnen das dann gleich, wie es geht. Okay, ich sage, ich brauche einen Artikel. Sie müssen an dieser Stelle natürlich sicherstellen, damit die Artikelnummer, die Sie an der Waage hinterlegt haben, weil das kommt ja von Ihrer Waage, auch im Wabi Profi 3 vorhanden ist. Das heißt, wenn Sie sagen, ich habe hier die 99 als Fleisch- und Wurstwaren, müssen Sie die natürlich auch im Wabi Profi 3 anlegen. Also dann sage ich hier, ich sage jetzt einfach mal Fleischwaren. So, ich drücke Enter. Er hat es nicht gefunden. Und hier oben gebe ich nun bei der Artikelnummer die 99 ein. Dann kann ich meine Bezeichnung eingeben. Theken, Verkauf, Fleischwaren. Na? So, was interessant ist, jetzt kann ich hier einen Einkaufs- und einen Verkaufspreis hinterlegen. Wenn Sie mit Gewicht- oder Stückzahlangaben arbeiten, wäre das durchaus wichtig. Das heißt, ich sage jetzt mal, das Ding kostet 1 Euro und wir verkaufen es für 2 Euro. Egal. Wir haben hier einen Mehrwertsteuersatz, bei Lebensmitteln ist es meistens 7%. Wir haben hier eine EAN-Nummer, brauchen wir nicht. Also sage ich, ist mir egal, mach doch selber. Und ich nehme jetzt eine Warengruppe, die ich bereits angelegt habe. Habe ich hier irgendwas angelegt? Ja, Fleisch, Wurstwaren, passt. Kann ich natürlich an der Stelle auch anlegen. Lagerführung müssen Sie an dieser Stelle selber entscheiden. Wenn Sie mit Preisangaben arbeiten, dass Sie sagen, ich habe den Artikel zwar da, aber ich lese nur Preise ein, sollten Sie die Lagerführung deaktivieren. Verkaufen Sie aber ausschließlich diesen Artikel auf Gewichtsbasis oder auf Stückbasis, ist es durchaus interessant, die Lagerführung hier zu aktivieren. Ich brauche natürlich kein Etikett und ist der Artikel teilbar? Mit Preis, also bei Stück oder bei Gewichtsangaben ist natürlich der Artikel teilbar. Gehen Sie dahingegen nur auf den Preis, ist er natürlich nicht teilbar. Also, so sollten wir es, glaube ich, stehen lassen, ist einleuchtend. Wir speichern das Ganze. Jetzt haben wir den Artikel 99. Wenn wir jetzt unseren EAN-Code, den Original-EAN-Code verkaufen, haben wir unser Thekenverkauf Fleischwaren da. Weil Wabi Profi 3 nun nach der Nummer 99 sucht und sagt, okay, das Präfix 23 jetzt in unserem Beispiel, oder was ist das Original? Genau, das 23 steht für den Preis und somit sagt er ein Stück zum Preis von 9,47 Euro. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz die 28 an. Die 28, scan ein, zack, dann habe ich 947 Stück. Okay. Aber die 28 ist doch jetzt wie in unserem Beispiel das Gewicht. Das heißt, Stück ist immer Ganzzahl und Gewicht kann auch 0,550 sein. Ja, klar. Also, dann schauen wir uns den Artikelstamm an. Hier gibt es noch eine kleine Magic dazu. Und zwar, wo haben wir unseren Artikel 99? Dann müssen wir in die Karteikarte Staffelpreise und PVA gehen und gehen hier auf Ändern. Wir haben hier einen Gewichtsdivisor, denn Wabi Profi 3 weiß nicht, wie sie die Gewichtseinheit intern behandeln. Wahrscheinlich sind es per Kilo, es könnte aber auch sein per 100 Gramm. Wenn wir sagen per Kilo, dann bedeutet das, okay, dann teile die Information, die ankommt, durch 1000. Schauen wir uns jetzt an. Jetzt verkaufen wir den Artikel erneut. Und zwar hier, wir sagen, das ist das Gewicht, wir wiegen quasi, drücken Enter. Und nun kommen zwar 947 an, aber geteilt durch 1000, das heißt 947 Gramm. So können Sie wirklich einstellen, was Sie haben wollen. Wenn wir jetzt das Beispiel mit den Stück machen, Systemeinstellungen, Verkauf, Hardware, Wagencodes, Einlesen von Stück, also das Präfix 25 oder 26. Wir machen jetzt hier mal die 26 einfach draus, kopieren uns das. Und fügen das jetzt einfach mal hier ein. Also das heißt, wir tun so, als ob wir scannen würden. Stückzahl, wie gesagt, ist immer Ganzzahl. Ja, da gibt es keine Nachkommastellen. Im Gewicht gibt es Nachkommastellen, und zwar maximal 3.
Und der Preis ist auch klar, ist Stückzahl 1 und der Preis. So können Sie tatsächlich Einfluss nehmen auf dem, was Ihre Waage ausdruckt. Und das ist total easy, das Verwenden von Wagencodes. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.